Bei uns geht es heute mal wieder ums Ausmisten. Es ist jetzt fast ein Jahr her und der Herbst motiviert uns immer wieder aufs Neue dazu, für Ordnung zu sorgen, nicht nur in unseren Köpfen, sondern vor allem auch in unseren vier Wänden. Das heißt, dieses Mal ging es um unsere Küche, um das gesamte Equipment und die Küchenutensilien, die wir jetzt mal unter die Lupe genommen haben, weil es auch da wieder Zeit wurde, auszusortieren. Wir sind Anja und Ilan. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir bauen uns ja ein Tiny House. In Vorbereitung dessen haben wir natürlich auch immer mal wieder aussortiert oder ausgemistet. Einmal die Bücher, die Dokumente vor einem Jahr, aber auch den Kleiderschrank. Und wir hatten uns auch schon einmal der Küche gewidmet. Das war aber, als unser Haus noch hier stand und es um das Gewichtsthema ging. Das heißt, wir sind da eher auf das Gewicht eingegangen, als auf das, was wir tatsächlich in der Küche benötigen. Und die Küchenplanung, da wussten wir auch noch gar nicht, welche Form der Küche reinkommt, wie groß die Schränke sein sollen, wie viel Platz wir brauchen. Es sei also an dieser Stelle auch gesagt, dass die Küche für uns das Herzstück ist im Haus. Das ist der wichtigste Ort für uns. Wir kochen eigentlich leidenschaftlich gerne jeden Tag. Wenn wir nicht kochen, backen wir halt mal was oder mixen uns einfach mal einen Smoothie oder irgendetwas anderes. Es ist also auch eine Art Hobby für uns und wir wissen, dass wir sehr, sehr viele Geräte haben. Wir wissen aber auch, dass wir einfach allgemein einen großen Küchenbestand haben und wir wussten auch, dass das wahrscheinlich hinsichtlich Tiny House und dem Lebensraum, den wir dann haben, mit der schwierigste Ort ist oder mit die schwierigste Aufgabe wird, auszusortieren. Das heißt, für uns beide ging es natürlich hauptsächlich auch um die Vorbereitung auf das Leben im Tiny House. Aber Ausmisten grundsätzlich, finde ich, kann man immer machen, egal ob man eine winzige Küche oder Wohnung hat oder ob es das große Haus ist. Es tut immer gut, immer mal wieder einmal im Jahr zu schauen, was habe ich überhaupt, was benutze ich davon wirklich und wovon kann ich mich trennen, weil es einfach überflüssig ist. Das sorgt einfach für einen besseren Überblick, für Ordnung in den Schubladen, in den Schränken und vor allem auch bei uns zumindest immer im Kopf. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, wie umständlich ich das fand, ehrlich gesagt, und wie aufwendig, weil wir haben natürlich den gesamten Küchenbestand, also alles, was wir jetzt als Ist-Bestand heute haben, auch das, was noch in den Kisten war, oben im Dachgeschoss, haben wir runtergeräumt, raus ausgepackt und hier quasi auf dem Boden verteilt, damit wir auch erstmal eine Übersicht schaffen konnten. Wir haben einmal diesen Bereich abgeklebt und diesen dann nochmal in Zonen unterteilt. Wir haben einmal die Küchengeräte, Backutensilien, Backformen und Auflaufformen und sowas. Dann hatten wir die Kochtöpfe und Pfannen. Ja. Was kam dann? Dann kam alles, was mit dem Thema Aufbewahren zu tun hat, also Behältnisse mit Deckeln. Dann ging es natürlich auch ums Geschirr, um unsere Messer, mit denen wir arbeiten. Besteck, genau. Genau, Besteck, Gläser und Tassen. Gläser und Tassen. Mhm. Und dann? Ein großer Bereich Prep, also alles, was mit Essensvorbereitung zu tun hat. Da seht ihr dann gleich, was alles noch zusammenkommt. Jetzt, wo wir uns die Übersicht oder den Überblick verschafft haben, haben wir dann auch mit den Küchengeräten begonnen. Bei einigen Küchengeräten fiel es uns leichter. Die Kaffeemaschine, die brauchen wir nicht, weil wir da vorne noch in der anderen Kategorie eine French Press haben. Die haben wir einmal in groß und in klein. Dann würde ich auch aussortieren die Kaffeemühle. Ich finde die zwar sehr schön, aber wir brauchen die auch nicht. Da gibt es eine händische Kaffeemühle, die braucht keinen Strom. Diese Zitruspresse. Und bei anderen fiel es uns wiederum schwer. Liebling. Machen wir einen dunkler, bitte. Du hast den Toaster jetzt reingestellt. Ich habe den Toaster reingestellt, ja. Das ist mir aus Versehen passiert. Ich kann an dieser Stelle allerdings auch schon sagen, dass sich so im Verlauf der Jahre jetzt hier auch in dieser WG herauskristallisiert hat, welche Geräte wir denn wirklich verwenden und welche nicht. Ja, es war vor allem auch im Rahmen der Küchenplanung, als wir das dann auch schon vor einem Jahr gestartet hatten, klar, dass wir mit Gas kochen möchten. Und somit erübrigte sich auch die Frage, ob wir einen Elektrowasserkocher brauchen. Der ist jetzt hier deshalb auch gar nicht beim Aussortieren aufgetreten. Zusammenfassend, bei den Elektrogeräten haben wir jetzt einen Kaltentsafter, wir haben eine Küchenmaschine, wir haben unseren Hochleistungsmixer. Die Küchenmaschine kommt natürlich dann auch mit einigen Aufsätzen und ja, so einen kleinen Kasten, also klein ist der gar nicht, aber okay, gehört eben dazu. Dann haben wir unseren Pürierstab, der ist ganz wichtig. Und dazu auch nochmal so eine kleine Küchenmaschine, die wir ganz gerne auch für Dips verwenden.
Ach so, und die Handrührgerät. Die Geräte bringen vor allem auch aufgrund des Motors schon ein erhebliches Gewicht mit sich. Da muss man einfach über Prioritäten sprechen. Jeder hat da seine eigenen Prioritäten und dadurch, dass Küche für uns der Kern ist und wir auch regelmäßig mit diesen Geräten arbeiten, müssen die ihren Platz finden. Egal, was sie wiegen, die kommen definitiv mit. Das hat für uns auch was mit Wohnen zu tun. Wir möchten ja nicht campen für einen gewissen Zeitraum, sondern es soll doch auch sehr häuslich sein und die Küche mit den Dingen und Geräten ausgestattet sein, mit denen wir gerne und regelmäßig arbeiten. Ja. Das Gleiche lässt sich natürlich auch übertragen auf die Backutensilien oder die Töpfe und Pfannen. Da ist eigentlich alles geblieben. Da haben wir gar nicht zu viel. Wir haben halt eine Springform, wir haben so eine Kastenform, wir haben ein Muffinblech und eben ein großes Blech für Blechkuchen. Das war es schon eigentlich. Ne? Also dann einmal so eine Tortenform, wenn wir unsere Rohkosttorten machen. Die lassen sich so schön in der Größe verstellen und das war es dann auch schon. Auch bei unseren Sieben haben wir eigentlich nicht aussortiert, weil wir ein großes Sieb haben, in dem wir dann zum Beispiel auch Pasta und ähnliche Sachen abgießen, wenn die gekocht haben. Kleinere Siebe, sehr, sehr feinmaschige Siebe und gröbere Siebe, auch mal für eine kleine Tasse, alles geblieben. Zwei Auflaufformen, das sollte reichen, dadurch, dass wir die kleinen nicht mehr brauchen. Wir machen immer mindestens für 4 Personen, wenn nicht sogar für mehr. Da sind also 2 Auflaufformen aussortiert worden. Dann noch ganz kurz zu den Pfannen und Töpfen. Das war relativ einfach, weil wir da auch in Berlin schon gut aussortiert haben und relativ früh auch schon vor Jahren gesagt haben, die Pfannen, die wir selten benutzen oder die schnell die Beschichtung verlieren, die kommen raus. Wir kaufen uns lieber 1-2 richtig gute, von denen wir viele Jahre was haben. Also haben da auf Qualität gesetzt und uns entsprechend dann 3 richtig gut beschichtete Pfannen gekauft. Und zu guter Letzt noch unsere Grillpfanne. Die benutzen wir eigentlich total selten. Vielleicht auch nochmal eine Motivation, wenn die Pfanne sichtbar in der Küche ist und nicht von allen anderen Utensilien versteckt wird, dass die dann wieder häufiger zum Einsatz kommt. Worauf wir allerdings auch gerade in Bezug auf das Tiny House immer geachtet haben, ist, dass zum Beispiel die Schüsseln oder die Töpfe, die wir haben, oder auch die Pfannen, dass sie sich gut stapeln lassen. Weil wir wollen ja gerade auch platzsparend arbeiten. Kommen wir zum Thema Aufbewahrung. Wir haben eigentlich nur Glasgefäße. Wir haben also 2 hohe, runde Glasgefäße, die man auch verschließen kann und stapeln kann natürlich. Und das gleiche dann nochmal in eckig. Dann haben wir noch ein ganz kleines eckiges. Und 2 Schüsseln, ich nenne sie jetzt mal Schüsseln, auch aus Glas mit Deckel jeweils. Und das kannst du auch alles stapeln im Kühlschrank. Wir haben ja einen kleinen Kühlschrank, das wird ja auch noch sehr interessant. Dann haben wir noch diese Wide Mouth Jars, diese typisch amerikanischen, aber sehr großen, also 2 Liter Gefäße. Die finden wir wirklich praktisch, weil du da auch Müsli reinmachen kannst oder Hirse, Nüsse. Also auch zur Aufbewahrung sind die super. Und dann natürlich unsere 2 Kannen, einmal für Kaffee und einmal für Tee. Vieles befand sich noch auf dem Speicher. Da war auch relativ klar, dass wir gewisse Dinge einfach auch nie vermisst haben in den letzten 3 Jahren. Unser Besteck zum Beispiel, das war schon oder immer noch in Kisten aufbewahrt, dadurch, dass wir hier durch unsere Wohngemeinschaft auch viele Dinge teilen. Was sind das denn für welche? Ach, das sind die länglichen, genau, die meine ich. Die Espresso. Das sind unsere, die haben wir nie benutzt. Doch, die haben wir benutzt, die habe ich gerne benutzt. Natürlich, natürlich. Das sind die langen. Weiter geht's mit den Gläsern und mit den Tassen. Da haben wir unterteilt in Kaffeetassen, Teetassen. Von denen haben wir jeweils 2. Das sollte reichen. Also auch wenn Gäste kommen, hat man insgesamt 4 Tassen. Gläser haben wir einige aussortiert. Davon waren es einfach zu viele. Und final unsere letzte Kategorie, unsere ganzen Prep-Sachen. Alles, was wir für die Vorbereitung brauchen. Und die Salatschleuder, die jeden Tag im Einsatz ist. Und die ist nämlich faltbar. Es gab natürlich auch einige Dinge, die wir so gar nicht einschätzen können, da wir ja noch nicht in diesem Tiny House wohnen. Jetzt haben wir uns beispielsweise zum Thema Besteck für ein 6er-Set entschieden erstmal. Also wir werden wahrscheinlich gar nicht so viel benötigen. Und ja, wir haben ja auch gar keine Spülmaschine mehr in unserem Tiny House. Da haben wir uns dafür das Spülen, für diese Spülmaschine entschieden. Und das auch, ja, eben aus Erfahrungswerten der anderen Tiny House-Bewohner, die einfach sagen, ein kleiner Raum wirkt auch so schnell voll. Das heißt, sobald das Geschirr benutzt ist, wird das relativ schnell weggespült und weggeräumt. Das heißt, es wird wahrscheinlich gar nicht so viel anfallen. Wir brauchen also gar nicht so viel Ersatz bezogen auf Teller oder Besteck.
zusammenfassend musste eigentlich gar nicht so viel aussortiert werden. Wenn man sieht, was wir aussortiert haben, das ist eigentlich gar nicht so viel gewesen. Wahrscheinlich, weil wir schon in Berlin auch aussortiert haben, als wir die Wohnung aufgelöst haben. Das war auch ganz überraschend. Also einmal können wir es erstmal nur jedem empfehlen, das tut so gut, alles einfach mal, was man hat, auf einen Haufen zu packen. Ja. Im besten Fall dann wirklich auch in Kategorien, damit man auch den Überblick nicht verliert. Mhm. Oder auch in der entsprechenden Kategorie reduzieren kann, wenn möglich. Also A, hat es einen guten Überblick gegeben. Und uns ist auch klar geworden, dass wir eigentlich schon eine ganz gute Vorarbeit geleistet haben vor Jahren. Und es gut tut, das jedes Jahr einfach ein bisschen aufzufrischen, dass sich nicht heimlich wieder die Dinge einschleichen in den Haushalt und man dann irgendwann denkt, um Himmels Willen, was habe ich denn jetzt alles? Also zum Glück ging das und das Tolle ist, die Dinge, die wir auch aussortiert haben, die werden hier auch weiterhin in der WG ihren Platz finden. Die Dinge werden regelmäßig benutzt, wenn auch nicht mehr von uns, aber es ist toll, dann bleiben die im Kreislauf. Ja. Andere Dinge wiederum konnten wir verschenken, auch das fühlt sich gut an. Wenn wir ein größeres Haus gehabt hätten oder planen würden, dann würde ich wahrscheinlich auch das meiste einfach behalten. Und da unterscheiden wir uns wirklich sehr. Ja, also ich würde das schon behalten. Mich stört es ja nicht, wenn du den Platz hast im Keller und das ist schön sortiert und ich finde das dann auch sofort, da habe ich weniger ein Problem mit. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, wie eure Wohnsituation ist und wie ihr das mit Dingen macht, die ihr seltener benutzt, ob das jetzt, keine Ahnung, eine Popcornmaschine ist oder ein Waffeleisen oder ein Sandwich-Toaster. Vielleicht Dinge, die eher seltener zum Einsatz kommen, ob ihr die Dinge am Ende behaltet oder ob ihr sie aussortieren würdet. Du würdest sie behalten, ich würde mich davon trennen. Deshalb freue ich mich auch so auf diese Herausforderung des Wohnens auf kleinem Raum, weil es wirklich auf das Wesentliche reduziert ist und man eben nicht immer im Hinterkopf hat, ach, das könnte ich ja irgendwann nochmal verwenden, also behalte ich es noch. Jeden Ramsch möchte ich nicht mehr behalten, also so ist es nicht, das hat sich schon deutlich verändert. Sondern wenn wir was kaufen, dann kaufen wir wirklich mal eine anständige Pfanne oder einen anständigen Mixer und einen guten Hochleistungsmixer. Hat man dann auch 10, 15 Jahre oder länger. Also es ist schon mehr in Richtung Qualität statt Quantität gewandert. Jetzt wissen wir, so kurz bevor es dann mit dem Aufbau der Küche auch in unserem Tiny House losgeht, was wir wirklich haben, was wir mitnehmen wollen. Und wir haben eigentlich auch ein gutes Gefühl, dass die Dinge, die uns wichtig sind, dass wir die mitnehmen können. Das ist schon mal großartig. Wie gesagt, das Einzige, was uns einen großen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist am Ende das Gewicht. Schreibt doch auch gerne mal über eure Ausmisterfahrungen. Wie geht ihr beim Ausmisten vor? Was habt ihr da für Strategien? Das würde uns interessieren. Abonniert gerne diesen Kanal und hinterlasst uns den Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns in einer Woche. Ciao. Tschüss.